Willkommen zurück bei Sizable und wir sind schon in der vierten Welt, haben also 21 Rätsel bislang erfolgreich bestritten, haben überall auch die Schildkröten entdeckt und dürfen nun mit dem ersten Level der vierten Welt anfangen. Stonehenge, ja, ich sehe hier schon ein. Aber ich kann die nicht einfach wegnehmen. Okay. Hier ist ein kleiner Pflanzenkeimling wohl drinne. Und hier haben wir auch eine Regenwolke. Wir lassen es mal größer werden und ein riesiger Baum entsteht. Warum auch nicht? Und warum hat dieser Vogel eine Glocke? Nee, ein Hut. Ein Hut ist das, oder? Ja. Ein Hut führt er mit sich. Vielleicht ein Magierhut? Keine Ahnung. Alles möglich. Das sieht doch ein bisschen merkwürdig aus, oder? So als würde er es umklammern? Ja. Wundervoll. Tut mir leid, dass ich Stonehenge kaputt gemacht habe. Falls ihr es nochmal sehen wolltet. Zu spät. Das geht nun nicht mehr. Alles kaputt gemacht. Und hier könnten wir Domino spielen vielleicht. Aber das reicht noch nicht. Wir brauchen noch mindestens eine weitere Platte. Und wir können die nicht einfach abgreifen hier. Oder? Nee. Na gut, eine fehlt uns also noch. Mal sehen. Ich sehe keinen Unterschied. Wobei, vielleicht kann ich ja genau das Gleiche nochmal machen, was wir eben schon einmal gemacht haben. Die Wurzeln vergrößern und dann kleiner zerreißen. Jo. Ja gut. Und nun? Sehr schön. Hier ist auch noch etwas zu sehen. Ah, mal wieder ein Horn. Okay, unter dem Magierhut war dann auch das letzte Monument zu finden. Aber wo ist unsere Schildkröte diesmal? Also ich sehe die Schildkröte hier auf dem Boden nicht. Kann ich mit dem Hut was machen, wenn ich seine Größe ändere? Nee. Oh, da war noch ein zweites Bäumchen und da ist die Schildkröte. Ja gut. Das hat aber vorher irgendwie nichts gemacht. Na gut. Stört mich nicht. Wir haben das geschafft. Der schiefe Turm von Pisa. Oh ja. Ein schöner, einfacher Grafikstil, wie ich finde, aber das hat schon was. So, auf dem Turm ist ein Ball. Alle Dächer sind ein wenig schief und haben wie so eine Murmelbahn, wenn man so will. Ein, ja, schon genau das richtig angeordnet. Okay. Dann gucken wir uns das gleich mal an. So, reicht das? Nee, das muss ein bisschen weiter hoch. Der hatte auch schon wieder den Weg versperrt. Okay. Jetzt weiß ich aber in etwa, wie die Höhenunterschiede sein dürfen müssen, damit das gelingen kann. Gut. Hm.
wenn wir ihn dann hier rüber bringen, dann fällt er da runter, dann so, das dürfte schon sein. Jo. Okay, das bedeutet auch, dass wir gar nicht mehr so viele Varianten übrig haben. Wir haben die zwei Sachen nämlich gerade schon kaputt gehauen. Es muss aber noch mindestens eine andere Variante geben. Also es ist nicht überall dasselbe Prinzip diesmal. Das erinnert ja eigentlich ein bisschen an dieses Golf-Level, was sie hatten. Aber, nee, das hat jetzt nochmal was anderes. Also irgendwas muss mit dem Turm selber sein. Ah ja, darunter. Sehr schön. Und hier, wenn man es auf die andere Seite kippt, haben wir unseren Freund mit dem Panzer. Schön, super. Ah, das ist jetzt wirklich so eine große Touristenattraktionskiste, oder? Denn nun haben wir die Sphinx. Gizeh. Ja. Mit dem Näschen gleich dabei. Und was haben wir denn da Schönes? Ja, doch. Sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Irgendwas muss sich hier drunter befinden. Wie wir da rankommen, weiß ich noch nicht. Natürlich ein Sturm. Also es fängt jetzt langsam an, dass sich gewisse Mechaniken wiederholen. Finde ich nicht schlimm. Ich finde es immer noch kreativ genug. Aber man muss vielleicht jetzt auch wirklich gucken, aufpassen, dass das nicht zu viel Routine wird. So, Schildkröte. Also die erste Hälfte des Spiels hat mir bislang wirklich gut gefallen. Jetzt fangen so ein paar Muster an, sich zu wiederholen. Ist ja komplett nachvollziehbar. Die Frage ist halt nur, ab wann es langweilig wird. So. Eine fehlt uns aber noch, auf jeden Fall, ein Stück für diese Pyramide. Da bin ich mir noch nicht sicher, wo die sein soll. Was können wir mit denen hier machen? Ah, wir können sie runterschmeißen. Ja, Katze, Katze. Ah, herrlich. So. Gizeh auch erfolgreich überstanden. Nun geht es zum Taj Mahal. Ein fliegender Teppich mit einer großen Vase darin. Mhm. Okay. Das wird schon spannend hier. Mal gucken. Mhm. Diese Wasserspiele müssen wir noch irgendwie verbessern. Aber es reicht noch nicht. Der Taj Mahal selber muss wohl in die Lüfte steigen. Sehe ich das richtig?
das ist wieder ein schönes Rätsel. Wir lassen die Ballons zerplatzen. Okay. Ah, hier war einfach noch zu viel davor. Okay, ich seh's. Wir haben nun eigentlich auch alle Pfeiler, aber etwas fehlt natürlich noch. Wo ist die Schildkröte? Aha. Der soll hier reinschießen. Aber wozu? Ach, da war ja noch einer da drunter unter dem Stein versteckt. Okay, egal. Die Schildkröte trotzdem gefunden. Das war jetzt aber bestimmt so 2 Minuten Herumgesuche, nur wegen so einem Kleinkram. Naja. Nicht mein Lieblingslevel dadurch, weil es auch für mich zu random platziert war. Egal, Pharos. Mhm. Warum wir diese Mondmechanik wieder drin haben, weiß ich noch nicht. Aber nehmen wir erstmal die Schildkröte mit. Brücken, Eis. Also müssen wir vermutlich erstmal das Eis schmelzen, um dann mit dem Mond gewisse, ja, neue Bereiche hinzubekommen. Okay. Aber wie kommen wir da hin? Da ist ein großer Riss. Wir haben aber noch keinen Hammer oder ähnliches, um damit was zu machen. Die Steine reichen schon mal nicht aus. Ja, das Lagerfeuer sagt mal wieder, je nachdem wie klein oder groß es ist, ob es Tag ist oder Nacht. Das ist schon mal nett zu wissen. Und damit können wir das eben auch... Also es ist so ein doppeltes Ding. Das Lagerfeuer sagt an, ob es Tag oder Nacht ist, das können wir damit steuern. Und hingegen durch die Größe der Sonne können wir hier steuern, ob es jetzt, welche Jahreszeit es ist. Je kleiner es ist, jetzt ist es Winter, dann ist es eher, ja, so entweder Herbst oder Frühling. Und das ist natürlich dann Sommer. Geballte, ganz geballte Möglichkeit. Hitze, boom. Deswegen kommen wir so an dieses Monument ran. Aber auch dieses Boot ist nun endlich da. Mit einem... Tja, ich kann es eben nicht sagen, was sich da drauf befindet. Okay, wir bringen es nochmal so rüber. Ah, wir müssen es einmal komplett durch, ja, manövrieren und bekommen so den nächsten Pfeiler. Einer fehlt noch. Wir brauchen nämlich einen Hammer für dieses Ding. Das wäre schön und gut. Ich weiß aber nicht, wer davon etwas mit dem Hammer zu tun haben soll. Hier ist der Hammer. Okay, ja. Den können wir so einfach rausnehmen. Dann machen wir es wieder zum Tag. Und im Winter drücken wir da mal gegen. Jupp. Ein riesiges Beben. Damit öffnet sich hier etwas in dem Turm. Und alles ist durch. Observatorium, womöglich von Galileo Galilei, na, wohl kaum.
Aber hier ist etwas schon zu sehen. Wir können nur nichts Besonderes tun. Wir können das Teleskop verkleinern und vergrößern. Jetzt übertreiben wir es hier aber ein bisschen. Okay. Warum kann ich mit dem dann interagieren? Das verstehe ich noch nicht genau. Mit allen anderen halt nicht, aber mit dem schon. Achso, ich könnte es dann auch einfach immer wieder klein machen und dadurch macht er dann nichts weiter, ja? Ja gut, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, gebe ich zu. Also das Zahnrad an der Stelle hier einfach mal verkleinern. Dann könnt ihr hier alle Wolken ebenfalls verkleinern und euch den hier schnappen. Ich finde auch nichts weiteres Außergewöhnliches, also geht's weiter. Und hier ist die Schildkröte übrigens versteckt mal wieder durch ein anderes Zahnrad. Schon ein bisschen niedlich. Ja, hier kann ich aber nichts tun. Und bei dem habe ich das Gefühl, dass ich so ein Miniaturding sehe. Von einem Pfeiler oder womöglich von der Batterie, die hier noch reinkommen muss. Aber das bringt halt nichts. Tja, das wird nicht größer. Und ich kann nichts tun. Dann müssen wir hier erstmal weiter schauen. Gibt es hier noch was, was ich übersehen habe? So, das ist die Höhe wichtig, ne? Ich habe erst gedacht, dass das Teleskop womöglich nur das hier groß machen kann. Weil, keine Ahnung warum. Aber die jeweiligen Objekte, die können größer werden, je nachdem, welche Position das Teleskop gerade hat. Sehr schön. Wir haben damit die Batterie. Bringen die rein, kriegen das nächste Monument und drehen das Zahnrad oder lassen es weiter drehen, wieder bis es hier ist. Bis es zu uns zeigt. So, mach groß und da sehen wir Satellit und eine kaputte Rakete. Ja. Sehr schön. Damit haben wir das gut überstanden. Die letzte, allerletzte, das allerletzte Puzzle, das letzte Rätsel für heute beschäftigt sich mit dem Mars und mit fliegenden, ja, Schildkröten. Sehr schön. Was passiert hier? Verstehe ich noch nicht, muss ich auch nicht. Nicht sofort. Na klar, auf dem Mars gibt es viele, viele kleine Felsen, Steine, irgendwas Interessantes darunter? Nö. Nicht für mein ungeschultes Auge sichtbar, jedenfalls. Nö. Diese Terraform-Schildkröten bringen auch neue, wundervolle Pflanzen auf dem Mars, wie es scheint. Warum auch nicht? Jo. Schön. Die verschiedenen Raumschiffe haben also verschiedene Aufgaben. Und daher müssen wir mal sehen, was wir mit denen hier machen können. Das
Sind das kleine Wasserspeicher oder wie? Aber der ist jetzt noch nicht dran, oder? Ist er der Einzige, der hier kein so ein Knubbel dran bekommen hat. Wir haben hier ein Raumschiff. Mal wieder ein Alien-Raumschiff. Ich bin noch nicht ganz im Bilde, warum. Ich verstehe es noch nicht. Okay. Irgendwas soll mit dem ja noch sein. Aber ich verstehe nicht, was genau wir hier noch zu tun haben mit diesem UFO. Ah. Ein Traktorstrahl bringt diesen riesigen Felsblock weg und eröffnet uns damit die Lösung für das letzte Rätsel auf dem Mars. Ja, damit sind wir hier auch schon wieder ordentlich durchgekommen. Ich frage mich aber gerade. Ach nee. Ich war gerade gedanklich falsch. Ich habe gedacht, wir wären das hier einfach übersprungen und das hier wäre noch nicht freigeschaltet und wir wären bei der 6. War aber totaler Unsinn. Wir werden uns also im nächsten Part mit der fünften Welt weiter befassen und da bin ich gespannt, worauf wir so stoßen werden. Macht euch also bereit für, ja, so langsam den Endspurt in Sizable, weil uns nur noch 10 Level scheinbar erwarten. Ich bin gespannt. Macht's gut!